In diesem Video zeigen wir dir ein paar lässige Varianten vom Walkaround in Latino Cha-Cha-Cha. Los geht's! Wir beginnen gleich mit dem Crossbody Lead und einem Hook. Crossbody Hook, dass sich der Leader dreht. Und da haben wir einen Walkaround. Und einmal die Schranke geht hoch und tada! Cha-Cha-Cha und Crossbody Lead. Das heißt, wir beginnen mit einem Crossbody Lead, bei dem sich der Leader aus seiner Sicht nach rechts dreht mit einem Hook Turn. Dadurch lande ich hier in diesem Hammerlock und Cha-Cha-Cha. Hier werde ich nur ganz leicht mit meiner Hand an ihre Schulter gehen und dadurch lasse ich sie wissen, hey, bleib da und tanze nur Grundschritt. Während sie Grundschritt tanzt, gehe ich um sie herum. Und 2, 3, Cha-Cha-Cha, 6, 7, Cha-Cha-Cha. Während des Cha-Cha-Cha-Teils werde ich die Hand heben und dann hier eben ein Carisia oder Hairbrush tanzen. Einmal von der Seite, Hook. Und dann gleich hier ein Walkaround und Chiquitaka, Cha-Cha-Cha, Halli, hier bin ich schon wieder, Cha-Cha. Wichtig hier für die Leader, wenn sie sich in der Position befinden, wir müssen nicht ganz um sie herumgehen. Jetzt bewegt sich die Conny nach vor, das heißt, sie steht nicht mehr da, jetzt kann ich den Platz nehmen und da, Cha-Cha-Cha, huhu. Alles nochmal von vorne. 2, 3, cha, cha, cha. Und 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, cha, cha, cha. Diri, cha, cha, cha. Wie man bereits gesehen hat, man kann hier auch ein schönes Styling einbauen. Und ich habe jetzt schon eines gewählt, das heißt die linke Hand nach oben, entweder nach hinten oder vorne, wieder an der Seite hinunter. Das wäre schon Styling Nummer 1. Das heißt, das ist eine Möglichkeit hier. 1, 2, 3, cha, 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 6, 7 und dann gleich die Hand unbedingt bereit machen, weil er wird die Hand gleich wieder brauchen. Jetzt bauen wir das aus, indem wir dann einen Leader's Turn tanzen, beziehungsweise die Damen können hier einen anderen Styling tanzen. Ha, ha, cha, 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 2, 3, cha, cha, cha. Wir tanzen eine Linksdrehung nach dem Walkaround. Das heißt, wenn wir hier im Walkaround sind, 2, 3, cha, 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 6, 7. Und jetzt drehe ich unter der linken Hand, anstatt nur drüber zu legen, drehe ich nach links. 8 und 1, 2, 3 und gleich wieder danach Crossbody Lead. Einmal noch von der Seite. 2, 3, cha, 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 6, 7, 8 und 1, 2, 3, cha, 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 diri, ratata. Ein mögliches Styling ist eben, dass du deine beiden Handflächen übereinander legst mit dem Handrücken, dann drehst, in dem Fall wäre jetzt günstig, die rechte Hand oben zu lassen, dann einmal umdrehst, damit wandert die rechte Hand nach oben, du streichst deinen linken Arm entlang, über dein Schlüsselbein, an der Seite hinunter. So ist der linke Arm dann schon bereit für die Drehung und du hast trotzdem ein schönes Styling. Und jetzt bauen wir das noch weiter aus und zwar so, dass wir das Ende von dem Walkaround mit einer zusätzlichen Drehung Cha-Cha-Cha gestalten, aber jetzt kommt noch eine. 2, 3, Cha-Cha-Cha, Inside Turn, Cha-Cha-Cha, 2, 3, Cha-Cha-Cha. Huh, was ist jetzt passiert? Es ist ein Inside Turn für den Follower und eine Linksdrehung für den Leader. Das heißt, was hier passiert ist, während ich mich drehe, ich nehme sie mit, sie dreht mit und dann am Ende gibt es noch ein Inside Turn für sie. So, jetzt mit Timing. Cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. 6, 7, cha, cha, cha. Das sieht etwas unschuldiger aus, als es ist. Deswegen gibt es da ein paar Führungstipps. Wichtig hier, dass da ein sanfter, aber doch vorhandener Zug immer da ist. 2,
drei, cha, cha, cha. Hier entsteht jetzt ein Zug, weil jetzt kommt sie damit eben in die gewünschte Richtung. Wichtig dabei ist auch, dass er die Hand in einer Tabletthaltung hat, das heißt die Handfläche nach oben. Genau, jetzt drehe ich mich nach links, mein rechter Fuß geht nach vor und damit, durch diese Connection hier, dreht sich die Conny auch mit. 5, 6, jetzt sind wir hier eine Einheit. 7, jetzt wo ich mich drehe, dreht sich die Conny auch mit durch diese Connection hier. Und dann nochmal 8 und 1. Wichtig dabei ist, dass bei der letzten Drehung, bei ihrer letzten sozusagen Inside-Links-Drehung, die Handhaltung, die Fingerhandhaltung wechselt. Genau, sich wechselt. Einmal noch von der Seite. 2, 3, cha, 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 mitnehmen, ha, und Handhaltung ändern. 2, 3, cha, cha, cha. Jetzt zeigen wir das Ganze noch einmal im Fluss. 2, 3, cha, 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 und 6, 7, 8 und 1, und 2 und 3, und cha, 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 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7, cha, cha, cha. Diese Varianten sollen dich inspirieren, auch ein bisschen selber zu experimentieren. Das heißt, du kannst aus einer Figur mit unterschiedlichem Anfang, beziehungsweise jetzt hier gezeigt, unterschiedlichen Ausgängen, ganz viele unterschiedliche Steps kreieren und vor allem auch mit Styling das Ganze noch abwechslungsreicher machen. Und jetzt schlagen wir ein neues Timing vor. 2, 3, cha-cha-like.